Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Postfolge. Guck mal im Globalchat, was steht da? I'm Mandy, fly me. To the moon? Ich weiß nicht. Wir lesen Briefe. Ich weiß nicht, ob ich den schon vorgelesen habe. Irgendwie, manchmal klicke ich momentan so einen Brief rein, um zu sehen, ob sie Spam sind oder so. Frieda Dolphin Bell. Wie komme ich auf Dolphin Fall? Frieda Dolphin Bell hat geschrieben. Hi Peggy, ich liebe deine Videos. Wäre mit E mal cool, wenn Raute würden, wäre wirklich super. Kawaii Face. Du machst tolle Videos, mach weiter so. Hab dich einmal in Jalaheim gesehen, das waren noch Zeiten. Ja, das waren Zeiten. Habe ich den schon vorgelesen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob ich den schon vorgelesen habe oder nicht. Aber okay. Es kann ja sein. Es kann ja durchaus sein, dass ich das schon tate. Wenn ja, dann... Ich wünsche dir noch viel Spaß beim YouTuben. Jetzt habe ich nichts mehr. Okay, mir fällt wirklich nichts mehr ein. Allos. Viel Spaß noch mit deinem Club und mit deinem YouTube-Kanal. Liebe Grüße, Frieda Dolphin Bell. Dankeschön und... Auch dir weiterhin viel Spaß mit meinem YouTube-Kanal und mit diesem derben Kragen. Kragen! Wir machen weiter. Sophie Darknose. Hey. Hab deine Videos. Wieso könnt ihr alle nicht Videos schreiben, Leute? Leute, kommt schon. Na, so ein bisschen Mühe geben. Hab deine Videos gesehen. Wollte nochmal sagen, dass du sehr gut aufnimmst. Danke. Und könntest du mal mit mir aufnehmen? Also ich nehme sehr gut auf, aber es wäre schon besser mit dir, oder? Glaub auch. Ach ja, und kannst du mal schauen, ob du mal Let's Plays über Horse Heaven machst? Nein, mache ich nicht. Mobile Games, das und außerdem macht es jeder und das... Ach nein. Nein, mache ich nicht. Sophie Dognos verabschiedet sich. Ja, Sophie, dann... Deine Fragen sind beantwortet und danke für das Kompliment. Bis zum nächsten Brief. Weiter geht's. Wir müssen ein bisschen hier ratzfatz so ein bisschen die Briefe durchhauen heute, ja. Ist wichtig. Angelina Crazy Girl. Hi, Herzchen. Ich bin ein großer Fan. Hätte ein paar Fragen. Wollen wir mal ausreiten? Ja, gerne. Können gerne ausreiten, okay? Ab und zu reite ich mal aus mit meinem Pferd. In Star Stable. So durch die Wälder und Wiesen und so. Kannst du gerne mitkommen. Wie viele Pferde hast du? Müssen wir mal nachschauen. Ich glaube 8. Wann bist du online? Welche Uhrzeit? Also jetzt gerade zum Beispiel ist es 23 Uhr. Wo kann man dich in Star Stable finden? In Star Stable. Im Spiel. Wenn ich online bin. Mandy Master Dotter. Das Einfachste ist immer, seid bei den Livestreams dabei, Leute. Kann ich immer nur weiterempfehlen. Livestream gucken. Da könnt ihr mich stalken und könnt ihr mitreiten. Dann können wir zusammen ein bisschen coole Sachen machen. Das geht dann immer ganz gut, ne? Ich hoffe, du kannst die beantworten. Ja, kann ich. Habe ich auch. Liebe Grüße an Selina. Dann an Selina. Ich hoffe, deine Fragen. Du kommst mit den Antworten zurecht und ich habe dir damit geholfen. Und wir sehen uns im nächsten Brief, liebe Anselina. Philippa Heinos schreibt, Fan. Hi, ich bin ein großer Fan von dir und versuche seit einiger Zeit Freundschaftsanfragen zu schicken. Du bist aber nie in meiner Zeit on. Bin immer morgens on oder abends on. Freue mich, wenn du zurückschreibst. Tja. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass die Freundesliste leider wieder voll ist. Es tut mir sehr leid, aber so ist das halt. Scarlet Mighty Bridge schreibt. Hallo Peggy, ich liebe deine Videos. Ich würde gerne mal fragen, ob wir mal irgendwann gemeinsam können. Ob wir was gemeinsam können? Ob wir mal gemeinsam... Irgendwie, ob wir mal irgendwie gemeinsam können oder so. Ich hab dich schon ein paar Mal mit Freunden in ML gesehen. Deine Skari. Skari, was können wir gemeinsam mal irgendwie? Sag's mir. Und ansonsten, wenn ihr irgendwas machen wolltet, dann sagt doch Bescheid, wenn ihr eh in Moorland seid und mich seht und so. Und können wir doch was machen. Irgendwie so rumreiten, aufnehmen. Irgendwas, oder? Danke, Skari, für den Brief. Sorgenwitcher schreibt, Packy Herzchen, du machst echt die aller besten Videos der Welt. XD. Irgendwann hast du die...
Also 1 Million Abos. Oder was? Wolltest du 1 Million schreiben? Weil dann würde da ein Punkt fehlen. Aber okay. 1 Million Abos. Skawaiface. Hör nie auf mit den Videos. Ja, 1 Million Abos wäre natürlich... Das wäre ein bisschen zu viel. Das wäre mir zu viel. Ja, also ich muss schon sagen, ich beneide so Leute wie Dena und sowas schon so ein bisschen. Also die großen YouTuber in Deutschland, so Gronkh oder so. Weil es natürlich schön ist, ne? Und sie können halt auch richtig was bewegen. Aber sie haben halt auch schon nicht mehr so viel Privatleben, glaube ich. Ich weiß nicht, wobei es, ich weiß nicht, YouTube Deutschland ist da noch nicht so krass. Aber es wäre auf jeden Fall schön, weil das heißt ja auch für mich, dass ihr das feiert, was ich mache. Und das ist ja extrem geil. Ist ein super Kompliment. Hören ihr auf mit dem Videos. Bist der beste und lustigste YouTuber. Dankeschön, liebe Zoe. Bitte antworte. Mach ich. Und noch ein Herzchen per Game. Dankeschön, liebe Zoe. Das ist wirklich sehr lieb von euch. Wir haben hier richtig gute Post dabei und das ist sehr schön. Sehr kurz und knapp kriegen wir das alles hier über die Bühne. Das freut mich. Lena Bravestar schreibt, hallo Packy, deine Videos sind echt super. Dankeschön. Du bringst mich immer richtig zum Lachen. Das ist nett. Das ist sehr lieb. Richtig zum Lachen ist natürlich auch gut. Eine Frage. Warum machst du eigentlich kein Fantreffen, Sasebel? Mach ich. Die Antwort ist die, ich habe nicht so viel Zeit und ich kann das nicht immer so gut planen, weil ich nicht weiß, wann es geht und wann es nicht geht. Ich mache auf jeden Fall Fantreffen. Ihr müsst mir schon zuhören. Ich sage doch jedes Mal, dass ich gerne Fantreffen mache und ich habe auch schon öfter mal ein Fantreffen gemacht. Außerdem machen wir oft kleine Fantreffen in Streams. Wenn ich weiß, ich habe Zeit und die Zeit finde, dann sage ich ein Fantreffen an und dann machen wir eins, okay? Dann sage ich das in einem Video an, mache ein Ankündigungsvideo und lauter so ein Gedöns. Auch auf Facebook bleibt ihr dann mal auf dem aktuellen Stand. Und dann machen wir da auf jeden Fall was. Bitte grüße noch ganz lieb Antona Bravestar und Nicole Rainyard. Ja, Lena, Antona und Nicole, seid gegrüßt von der Gruppe Lena Bravestar. Liebe Grüße, Lena. Oh Gott, da geht's noch weiter nach unten. Ein Smiley Face. Bis dann. Ein Herzchen. Ja, okay, bis dann. Bis dann. Cassandra Bighaven schreibt, hi Packy, finde du bist mega und machst echt coole Videos. Bitte mach weiter so, lass dich nicht immer von allem ablenken. Okay, ich versuch's. Ich lasse mich wirklich oft ablenken, das stimmt. Ich versuche mich mehr zu fokussieren in Videos. Das habe ich jetzt schon öfter gehört. Vielen Dank für eure Kritik. Das freut mich wirklich. Ich brauche auch ein bisschen Feedback von euch. So sagen könnte, ja, deine Videos sind schon cool, aber du lässt dich in den Videos oft gern ablenken. Da versuche ich so ein bisschen mehr Struktur da reinzubekommen. Das ist mir auch ganz recht, dass ihr auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer her damit, immer her damit. Ich bin da sehr offen. Dankeschön, liebe Cassandra, für dein Lob und dein Kompliment und deine konstruktive Kritik. Hayley Greyhall schreibt, hey Pekara, ich hab da eine Frage. Ich war ja mal geplant im Video und wollte dich fragen, ob ich öfters dabei sein darf. Was heißt du, was geplant im Video? Was heißt geplant? Und ja klar, kannst du öfter dabei sein, aber wieso jetzt geplant? Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst du genau damit? Kannst du mir eine FA anschicken? Oder Gruppe? Nein, kann ich nicht, weil du bist jetzt nicht online und meine Freundesliste ist voll und da macht auch eine Gruppenanfrage, glaube ich, keinen Sinn, liebe Hayley. Das glaube ich nicht, dass das jetzt so viel Sinn macht. Lucia Moonstorm schreibt, hi Mandy, bist du eigentlich Packy? Würde mich mal interessieren. Ja, bin ich. Ja, das bin ich. Ja, wenn sie schon interessiert. Und wenn sie sich nicht sicher ist, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass sie die Postfolge schaut. Also, Judith Nineport, Judith, die Gute, schreibt... Oh, sie hat ein gedichtet. Sie hat mal wieder was gedichtet. Okay. Gedichtstimme. Love Master, Baby Madness. Und wie sie alle heißen. Wollen sich drum reißen und werden sich auch streiten, auf wem du sollst reiten. Sie lieben dich alle, jetzt sitzt du in der Auswahlfalle. Wenn du dich entscheiden musst, gerate nicht in Frust, zähl sie einfach aus, one, two und raus. Dann sind die Pferdis zufrieden, weil sie dich alle lieben. Und jetzt noch zwei Fragen. Also erstmal, das Gedicht total cool. Ich hoffe, ich habe es auch gut vorgetragen. Aber vielen Dank, liebe Judith, für das Gedicht. Vortrag, Noten. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst einen Daumen. Und dann immer schön liken, ne? Facecam. Jetzt noch zwei Fragen. One. Nimmst du in zu verschiedenen Zimmern auf? Die Wand ist... Nein.
Da stehen Regale. Ja, ich weiß. Also, falls euch das aufgefallen ist, und der Cam, das ist nur eine Drehung. Das ist ja selber Aufnahmeraum, aber anders gestellt. Aber das, die Zeiten sind ja eh vorbei. Wegen... Ne, ihr seht, es ist alles anders. 2, bist du sehr vergesslich und wenn ja, auf einer Skala von 1 bis 10. Mindestens 12. Ich bin ultra vergesslich. Richtig nervig. Nicht nur für mich, ich bin schon sehr vergesslich. Ja, das tut mir sehr leid. Weil ich immer ich habe so viele Sachen gleichzeitig im Kopf. Mich beschäftigen so viele Sachen und ich habe auch so viele gleichzeitige Interessen und versuche immer alles unter einen Hut zu bekommen. Ich versuche immer alles gleichzeitig zu machen, alles bestmöglich. Und da vergisst man dann auch einfach. Da fallen dann Sachen so... sehr nervig. Und ja, bin ich. Das bin ich. Und es ist anstrengend. Nicht nur für mich. Danke, liebe Judith, für das liebe Gedicht. Jetzt habe ich es gelöscht. Es tut mir leid, ich wollte es nicht löschen, Judith. Oh, es tut mir so leid. Oh nein. Ich wollte es nicht löschen. Oh Gott, das ist der Reflex. Aber es hat mich sehr gefreut. Der Brief war echt süß. Ich freue mich immer über Gedichte und generell Briefe. Bianca Crazy Cakes, tut mir leid, Judith. Ich wollte dich fragen, ob deine Freundes... Ich wollte fragen, ob du einen Freundesclub der Nightwater Riders sein möchtest. Meine Clubleiterin ist Amelie Diamond Daughter. Ich würde mich freuen. Was ist denn ein Freundesclub? Muss ich dazu irgendwas machen? Oder sind wir jetzt einfach Brudis? Oder wie geht das? Oder ich weiß nicht. Okay. Bianca, das... Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Daisy B-Set. Guck mal, auch schon länger nichts mehr gehört von Daisy B-Set. Hi Peggy, lange nicht gehört. Was? Ah, das habe ich genau dasselbe gerade gesagt. Na, WG. Ja, gut. BMD, ich nehme die Folge auf. Mir ist LW. Ja, das dachte ich mir, weil... Das ist immer so ein typischer, ich mich langweilig, schreibe ich immer Peggy irgendwas, ne? Ich liebe deine Videos, Peggy, du bist so cool. Dankeschön. Ich stalke dich, sie stalkt mich, aber gerade nicht, ich sehe sie nicht. Oder sie hat sich irgendwo versteckt. Du machst immer noch coole Videos, auch wenn ich dir das schon oft gesagt habe. Das ist trotzdem immer wieder lieb. Und ich weiß, das frage ich dich immer, aber kennst du mich immer noch? Ja klar, Daisy. Tschüss. Guck mal, jetzt wollte ich gerade Schluss machen, aber den Brief von der Vio, den nehmen wir jetzt noch mit, ne? Die Gurken-Vio. Hallöchen, Peggy. Ich wollte dir sagen, dass ich jetzt immer schön mit dicken und großen Gurken versorgt bin. Das heißt, dass du dir keine Sorgen um mich machen musst, dass ich zu wenig Gurken bekomme. Das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht, oder? Es ist eine Nachricht. Yep. Jedenfalls werde ich jetzt erstmal eine Zeit brauchen, um alle Gurken aufzubrauchen. Und wofür ich die Gurken verwenden werde, muss ja keiner wissen. Liebe Grüße, GGV. Ich sag mal Gurkensalat.